Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und haben uns gefragt, was wir hier tun. Und zwar weitermachen, selbstverständlich. Ich habe das Ei mal kurz auf die Box gelegt. Und ich möchte mit euch in diesem Part die komplette Höhle machen. Somit auch einen neuen Encounter-Stack. Oh, jetzt habe ich gespeedet wieder aus Versehen. Mal wieder. Und hoffen, dass wir einen guten Encounter zum Beispiel auch bekommen. Und ich schwöre euch, ich muss noch was zur letzten Folge sagen. Ich habe es ja in die Beschreibung geschrieben. Und zwar ohne Witz. In der Nacht der letzten Folge, nachdem ich die beendet habe, hat es zwei Blöcke neben meinem Haus gequalmt. Und danach, nach der Aufnahme, wenige Minuten später, ist auch die Feuerwehr vorbeigefahren. Das war so mega creepy. Wenn das mal keine Creepypasta wäre. Vor allem, es hat ja in meinem Haus nach Rauch gestunken, obwohl es nicht in unserer Nähe war vom Prinzip her. Das Wald ist übrigens voll süß. Na ja, gut, sein röserles Schnitz verfehlt, aber Schnitzle. Nee, ich find's süß. Hä, das ist ja mal wirklich der süßeste Sprite mit bisher. Ich liebe Giraffarik eigentlich, aber ist süß. Ich bin mega fucking müde, ich habe sau Kopfschmerzen. Ich nehme es hier um 22.01 Uhr auf. Eigentlich bin ich immer sau lange offen, aber heute durch die Kopfschmerzen bin ich gar nicht mehr am Start. Und warum speed ich jetzt die ganze Zeit, obwohl ich nur X drücken brauche? Ich meine Y. Es ist sehr weird. Janina macht auf jeden Fall Level 17, der kleine Hausdrachen hier, mein kleines Schnuckelchen. Hast diesen armen Vogelfänger mit den nicht vorhandenen Vogel-Pokémon getötet? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es nicht gedacht? Ich selbstverständlich. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Zombie, ich nehme dir das Lucky Egg wieder weg. Übrigens, kleiner Spoiler, das war ein kleiner Reim. Hahaha. Und jetzt müssen wir auf einen neuen Encounter hoffen. Ich hoffe, es ist was Tolles. Nebenbei gehe ich selbstverständlich auch weiter. On Revive, Alter. Was will ich mit dem Revive? Na komm, gib uns mal einen Encounter. Was ist es? Und wir haben nur noch einen Pokéball, Leute. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir niemals. Ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass er sich selbst verletzt. Deswegen speed ich jetzt schon die ganze Zeit. Wir haben nur einen Ball. Bitte geh rein. Bitte. Wow! Wir haben einen Feuerriegel gefangen. Es ist männlich, ne? Alter, mit einem Pokéball. Junge. Alter, wisst ihr, was das gerade für ein Stress war? Ich bereite mich auch nie vor. Ich nenne ihn nach dem lieben Sui. Sui Shimaru. Wenn du nichts dagegen hast. Selbstverständlich ist Feurige kein Teammitglied, weil wir den Feuertyp ja schon abdecken mit Glurak. Das heißt, wir brauchen ihn ja nicht ins Team nehmen, weil das wäre Platzverschwendung vor allem. Und ich werde... Ah, Mother. Soll ich die toten Pokémon freilassen? Nee, ne? Muss ja nicht sein. Ihr werdet einfach die Box switchen. Zu der zweiten Box. Und auf die zweite Box kommen alle unsere gefangenen Pokémon. Und auf die 1 und so, was dann später vielleicht noch geswitcht wird, kommen dann auch noch die verstorbenen Pokémon. Aber ich denke, so viele Pokémon werden wir gar nicht verbrauchen, weil halt die erste Gen war nicht so schwer. Die zweite Gen war nicht so schwer, doch. Wobei Sandra und Bianca waren damals sehr, ja, eigentlich voll die Reaper. Aber, naja. Dann machen wir mal die Höhle.
Was hast du, netter Dude? Oh, Digga, du hast mich voll erschreckt. Kein Ding für mich. Und ich nehme an, er hat ein Pokémon, ne? Ich rate jetzt mal. Ich nehme an, er hat Flug-Pokémon. Taubsi. Nee, ja, gut. Schlimmer. Loba. Nehmt das, du Mistkerl. Wobei, wir sind ja nicht mehr an der Level. Oh, scheiß Leben. Das sieht ja nicht mal was ab. Dann gehen wir raus zu meiner Freundin. Die muss das hier erstmal kurz wrecken. Spätestens die Leute, die das nicht kennen mit einer Randomizer, sollten jetzt checken, dass man ein Glurak eigentlich gar nicht haben kann. Auf Level 17, außer man cheatet. Oh, das ist eine Randomizer. Naja. Nur mal kurz wollte ich das so erwähnt haben. Daniel was defeated. Und wir gehen sofort weiter zum nächsten Gegner. Yay! Durch diese Höhle kommst du nach Azalea City. Lass mich deine Pokémon sehen, damit ich weiß, wie gut du bist. Das war übrigens ausgedachter Text von mir, weil ich nicht wusste, was er gelabert hat. Und mein Gehirn funktioniert auch sau gar nicht, deswegen habe ich jetzt recht keine Chance zu übersetzen. Und ein Smogon. Sieht sehr gefährlich aus. Man sieht es jetzt seinem Gesicht. Es sagt ein: Töt mich! Und das tun wir auch. Denn deine Randomizer Nuzlocke-Pokémon werden wir jetzt besiegen, du kleiner Wanderer. Fischle regelt. Oh, Dratini! Dragoran ist auch eins meiner süßesten Lieblings-Pokémon. Ich versuche aber auch dieses Dratini mit Fischle zu besiegen, denn er kann jede Erfahrung gebrauchen. Das heißt, wir spielen die Super-Dupu-Kombo aus mit diesen Donner-Wasser-Pokémon. Junge, die Kombination klappt gerade. Tschüss. Ich weiß, Wasserattacke sind jetzt nicht so krass gegen einen Drache, aber muss was... Ey, Fischle! Zieh durch, Bruder. Und nochmal getroffen haben, ist es down. Nee, schade. Aber du wirst sowieso in der nächsten Runde besiegen. Und dann ist dieses Dratini auch weg. Leider. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch eins fangen. Oder ich zieh durch. Und ein Mr. Mime. Ja. Streu Salz, die Wunde, du Arsch, Alter. Mother ist ja unglücklich gestorben, weil es zweimal anscheinend verfehlt hat. Da ist es selbst schuld. Das ist mir dann auch egal. Kein großer Verlust, weil ich nicht so der Pantymos-Spieler bin. Aber dennoch ein bisschen blöd für eine Challenge. Aber naja, egal. Selber schuld. Boom. Wo kannst du das Vieh jetzt mal besiegen? Das regt mich gerade ein bisschen auf. Was mache ich denn? Will ich Zombie umbringen? Da müssen wir raus zu Janina. Und Janina muss das hier klären für uns alle. Denn ein totes Fischle will ich nicht im Team haben. Ich möchte ein ganzes... Level 13 erreicht Fischle und Flail. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, ist das Fuchtler oder sowas? Das ist ein Flail. Keine Ahnung. Zubats können Superschall nutzen. Es verwirrt die Pokémon. Meine Pokémon immer wieder. Es ist so gruselig und so absurd. Tja, scheiß Leben, was du da hast, Bruder.
aber Bruder hat Nasenbluten. Wow! Kann jetzt heikel werden, muss aber nicht. Ich will es nicht riskieren, aber vierfach fiktiver Blubber auf Level 13 killt das Ding instant. Ich riskiere. Intensität Fischle tot. Ich wollte gerade sagen, wenn Intensität kommt, wäre Fischle sowas von gestorben. Sich verarschen. Dann teste ich mal was. Ach, das ist Dreschpflege. Na, das kann er ja ruhig droppen, ist mir egal. Dreschpflege ist gut. Oder ist es Fuchtler? Ist das Fuchtler? Ich weiß es gerade nicht. Guck ich mal offscreen nach, ich glaube schon. Naja. Bitte was Trankartiges. Arschloch. Yellow Aprikose, Alter. Ich brauche keine Aprikokos. Ich brauche was Tränkeartiges. Max Revive. Max Revive. Ein Top-Beleber. Willst du dich verarschen, Spiel? Das ist unmöglich. Es gibt hier ein X-Bad. Ich hätte sowieso nicht gefangen. Aber trotzdem. Das Bad ist zwar mega hässlich, aber es ist stark, Bruder. Es ist stark. So ein Wett, dass ich nicht flüchten kann. Seid froh, dass ich geflüchtet bin. Wir sind jetzt uns auseinandergenommen. Dich bekämpfe ich jetzt mal nicht, weil ich eigentlich mit Fischle kämpfen will. Höchstens dich. Und dann erreichen wir, oder? Alter, Digga, Zumere, Alter. Ja, weil Fischle ist halt so underlevelt und ich möchte ihn halt noch, ne? In die Nähe unseres Teams bringen. Da kommt der Legi-Drop, Alter. Der Legi-Drop, er musste kommen. Wow, tschüss, Lan. Nein, 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 ich wollte es riskieren. Oh, scheiße, ey. Er überlebt mit 1 KP, wenn es kein Crit ist. Aber ich dauere, ich, nee. Nein, komm, jetzt darf ich nicht mehr geizen. Jetzt muss das Zombie kurz mal hier klären. Weil sonst haben wir ein Teammitglied weniger und das will ich nicht. Deswegen, Zombie, töte bitte dieses Suicune. Alter, ein Suicune, Alter. What the fuck? Von Ray. Wir werden uns gleich einen Encounter fangen, aber ich möchte zuerst ins Pokémon Center von Azalea City und uns heilen. Und dann möchte ich den Tom, den Wanderer, noch besiegen und danach können wir loslegen. Und die Musik. Diese Musik, die geht so fucking ab. Okay, die Musik ist wirklich hammergeil. Aber wir besiegen erstmal diesen netten Wanderer hier. Und ich würde sagen, um das Ganze spannender zu gestalten, stimmt ihr jetzt in den Kommentaren von mir aus gerne ab, um das hier mal ein kleines Gewinnspiel noch draus zu machen, wenn ihr möchtet. Was? Lol. Er hat im Originalspiel auch ein Macholo. Egal. Er stimmt mal bis zur nächsten Folge ab mit dem Hashtag welchen Encounter. Also Hashtag Encounter, Doppelpunkt, der Name des Pokémons, was wir hier treffen. Ich werde nicht, wie soll ich auch immer nachgucken, aber ich werde nicht selber für mich raten, sondern ich bin wirklich rein gespannt auf eure Antworten. Was auch immer ihr denkt, und zumindest du, Matchzeit-LP. Denn das kann sich sehr interessant gestalten. Weil manchmal trifft man komplett andere Erwartungen, als man die dann im LP sieht. Das weiß ich nämlich selber. Ist ja auch logisch. Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt.
Ja, genau. Mein Lieblings-Pokémon mit. Ja, ich sag immer mein Lieblings-Pokémon. Was waren wirklich mein Lieblings-Pokémon bisher? Da kann ich doch nur raus zu Janina gehen, Alter. Was wollt ihr denn von mir? Nun gut, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn es ja wieder heißt Pokémon Gold Randomizer Nuzlocke Challenge. Im nächsten Part werden wir hier den Encounter fangen und dann werden wir mal so sehen, was wir bekommen haben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Oh shit, ey. Aber bis dahin, ciao Leben, ey. Ich muss mich erstmal hier hinlegen und ein bisschen pennen, weil ich bin so müde. Bis dann und ciao.